Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video unter anderem auch mit dem Klick-Spalte-Command-Interface vertraut gemacht. Und genau das habe ich jetzt für dieses Video implementiert. Auch hier bin ich eben wieder so vorgegangen, dass ich erst implementiert habe und Ihnen jetzt einfach die Ergebnisse im Video direkt zeige. Deswegen schauen wir doch direkt mal in dieses Klick-Spalte-Command rein, wie das jetzt ausschaut. Also, damit ein Klick-Spalte-Command existieren kann, braucht es eben tatsächlich eine Spalte und ein Main-Window-View-Model. Auf diesem ist dann nämlich auch die Methode Spielezug implementiert, die dann eben vom User-Interface die entsprechende Logik im Core aufruft, um tatsächlich eben einen Spielstein zu setzen und dann abzuprüfen, ob ein Element oder ob ein Gewinner feststeht oder nicht. Und das Wichtige ist eben, dass dieses Kommando mitbekommt, wenn sich der Gewinner ändert. Das wird im Main Window View Model, wie schon gerade angedeutet, eben gesetzt. Und Main Window View Model entspricht dem Observer Pattern. Also es ist ein etwas, was man observieren kann über das Property Changed Event. Und darauf registriert sich eben dieses Command. Und wenn Property Changed vom Main Window View Model kommt, dann wird hier eben überprüft, wurde der Gewinnername geändert. Wenn ja, dann wird hier on execute changed aufgerufen. Das heißt, der entsprechende Button soll doch mal bitte überprüfen, ob er sich aktivieren oder deaktivieren soll. Und dann kommen wir eigentlich auch gleich zu dieser Methode. Also hier wird im Prinzip bloß weitergeleitet. Das heißt, es wird dieser Event hier, can execute changed, ausgelöst, wenn diese on can execute changed Methode aufgerufen wird. Das passiert immer an zwei Stellen. Nämlich genau dann, wenn Gewinnername auf Main Window View Model gesetzt wird. Und wenn wir nach Spielezug merken, dass wir eine volle Spalte haben. Das sind eben die zwei Möglichkeiten. Entweder der Gewinner steht fest oder die Spalte, in denen gerade ein Spielstein gesetzt wurde, die ist voll. Genau dann wird hier eben on can execute changed aufgerufen. Und der entsprechende Button, der dieses Kommando darstellt und sich über Data Binding an dieses bindet, der kann dann eben can execute aufrufen und hier wird einfach überprüft, steht der Gewinnername fest, das heißt, ist dieser String nicht, ist der leer. Wenn das der Fall ist, kann man noch weiter drücken und genauso muss eben die Bedingung erfüllt sein, dass die Spalte, zu der wir gehören, die dieses Kommando repräsentiert, noch nicht voll ist. Also Gewinner steht noch nicht fest, Spalte ist nicht voll. Das ist eben die Möglichkeit, wie der Button aktiviert bleibt und nicht deaktiviert wird. Ja, und hier kommt dann noch den Spaltenindex hinzu, den ich hier habe. Und der gibt einfach den Index von der Spalte zurück. Das war noch nicht implementiert auf dieser Klasse, auch das habe ich hinzugefügt. Eine Spalte weiß jetzt eben, an welcher Stelle sie im Spielbrett steht über diesen Index. Den gibt man einfach über den Konstruktor mit und dann gibt es eben eine Möglichkeit, ihn auszulesen über diese Get-Methode. Und dann musste ich eben auch noch die Spielbrett-Factory anpassen, wenn ich die Spalten erstelle, dass ich eben hier den Index dieser Vorschleife noch mit reingebe beim Erstellen der Spalte. Genau. Okay, also das waren jetzt ein paar Änderungen, die sich auch bis ins Core-Modell durchgezogen haben. Und wir schauen uns jetzt einfach mal die Tests an für dieses Klick-Spalte-Command-Tests. Vor jedem Test wird eben ein Main-Window-View-Model-Mock erstellt, genauso ein Spalte-Mock. Und diese werden dann eben per Dependency Injection an das Klick-Spalte-Command übergeben. Und dann gibt es hier eben, ich glaube, drei Tests habe ich geschrieben, oder nee, sogar mehr. Also das Command löst eben can execute changed aus, wenn der Gewinner in Main Window View Model gesetzt wird. Hier habe ich das eben so nachgebaut, dass ich mich hier mal auf can execute changed von diesem Command registriere.
Und dann sage ich dem Mock, dass er bitte den Gewinnernamen setzen soll. Und in diesem Mock ist es eben so implementiert, dass der Gewinnername hier gesetzt wird und sofort dann Property Changed ausgelöst wird. Und das sorgt eben dafür, dass intern in der Implementierung dieses Commands auch CanExecuteChanged aufgerufen werden soll, weil sich ja offensichtlich der Gewinner ergeben hat in diesem Fall. Dann haben wir hier CanExecute gibt true zurück, wenn Gewinnername nicht gesetzt und Spalte nicht voll ist. Das heißt, hier in diesem Fall gehe ich einfach mal vom Standardfall aus, der einfach schon vorherrscht, wenn wir die entsprechenden Objekte initialisieren. Wir rufen einfach mal CanExecute auf. Das würde man ja sozusagen aus Button-Sicht machen. Und hier kriegen wir eben etwas zurück und das soll bitte im Standardfall einfach true sein. Das heißt nichts anderes, als dass der Button eingeschaltet ist. Auch das funktioniert, wie wir hier an den grünen Häkchen sehen. Dann haben wir CanExecute gibt false zurück, wenn Spalte voll ist. Das heißt, hier habe ich jetzt eben mal den umgekehrten Fall gemacht, dass ich ist Spalte voll auf true gesetzt habe. Dann rufe ich wieder CanExecute auf und dann nehme ich eben an, dass es false ist. Warum? Wenn die Spalte voll ist, darf der Button nicht aktiviert sein. Dann haben wir CanExecute geht false zurück, wenn Gewinner gesetzt ist. Das heißt, ich setze jetzt mal den Gewinnernamen und rufe dann CanExecute auf und da muss eben auch false zurückkommen. Execute ruft Spielezug auf, Main Window View Model auf. Das heißt, wenn ich wirklich einfach bloß execute aufrufe, dann, also wenn ich tatsächlich dieses Command jetzt ausführe, das ist genau dann der Fall, wenn jemand auf den entsprechenden Button klicken würde, für die entsprechende Spalte, dann soll bitte diese Spielezug-Methode auf dem Main Window View Model aufgerufen werden. Und zu der kommen wir gleich. Aber wir schauen uns noch schnell den letzten Test an. Execute löst eben CanExecuteChanged auf. Eigentlich sollte das ausheißen, wenn Spalte durch Zug voll wird. Das heißt, ich registriere mich wieder mal auf CanExecuteChanged, wie schon im oberen Test. Und dann sage ich aber dem Mock, dass dem Spaltenmock, dass die Spalte bitte voll sein soll. Also ich setze hier dieses Element auf true und wenn ich dann wieder das Kommando ausführe, dann soll bitte CanExecuteChanged aufgerufen werden, wenn nach dem Aufrufen sozusagen die entsprechende Spalte voll ist. Und wir können eben sehen, wenn ich jetzt diese Tests hier ausführe, dann sind diese alle wahr. Oder die werden alle grün, besser gesagt. Gut, dann schauen wir zum Main Window View Model. Das habe ich auch etwas aufgebohrt. Das heißt, ich bin hier jetzt dabei, dass wir eben die drei Sachen kennen wir eigentlich schon von der View. Die müssen eben dort dargestellt werden. Jetzt habe ich dieses Main Window View Model noch um einen Punkt erweitert und das ist eben diese Spielezug-Methode. Der kann man eben eine Spalte mitgeben und genau das macht eben das Command, was wir gerade angeschaut haben. Und wenn wir dann mal zur entsprechenden Implementierung gehen, das heißt dieser hier, dann schauen wir uns jetzt hier mal an, was in Spielezug eigentlich passiert. Das ist eigentlich auch nichts Weltberühmtes. Wir haben hier eben nur ein GuardCloth, ist die Spalte null, dann wenn ja, dann Exception. Dann holen wir uns den ersten Spieler, der an der Reihe ist, aus der Collection und rufen dann auf dem dahinterliegenden Spielerobjekt von diesem ViewModel die Spielezug-Methode auf, die eben im Core implementiert ist. Und die haben wir uns ja schon in einem anderen Video angeschaut. Wichtig ist, ich habe jetzt auch noch zum Spieler tatsächlich ein Interface erzeugt, damit wir eben in den Tests uns leichter tun, den tatsächlichen Spieler durch ein Mock-Objekt zu ersetzen. Ja, dann rufe ich eben, nachdem der Spieler seinen Zug gespielt hat, hier bestimme Gewinnername auf. Und das ist eben eine Methode, die ich wiederum auf dem Spielbrett hinzugefügt habe. Und auch zum Spielbrett habe ich wiederum eine Abstraktion überhaupt erstellt, dieses Interface hier, damit ich das wiederum in Tests leicht mocken kann.
Und der Punkt hier ist ganz einfach, dass diese Bestimme-Gewinnername-Methode eigentlich bloß sich alle Spielbrettlinien anschaut. Also wir kriegen ja standardmäßig Plätze, Reihen, Spalten, Diagonalen. Und ich habe dann einfach alle Spielbrettlinien hier nochmal in eine Collection zusammengefasst, die jetzt eben eine Liste von Linien ist. Und im Endeffekt gehe ich dann, wenn bestimmte Gewinnername aufgerufen wird, einfach durch alle Spielbrettlinien durch und rufe auf jeder auf, gibt es denn einen Spieler, der jetzt hier 4 in einer Reihe hat. Und ich überprüfe, ist dann dieser Gewinnername 0 und im Prinzip ist das eben diese Methode, die wir uns schon in einem der vorherigen Videos angeschaut haben, auf der Klasse Linie. Hier wird eben bloß überprüft, ich gehe einfach mal Schritt für Schritt die Plätze durch und versuche dann eben den Zähler 4 zu erreichen in diesem Fall. Okay, und steht in irgendeiner dieser Linien eben 4 in einer Reihe, dann kann ich den Gewinnernamen zurückgeben und dann steht sozusagen der Gewinner fest. Wenn ich aber durch diese komplette Schleife durchlaufen kann und es steht kein Gewinner fest, dann gebe ich einfach Null zurück. So. Und das wird hier eben ermittelt. Hier schreibe ich direkt in dieses Eigenschaft rein und diese Eigenschaft soll eben, wie vorher schon erwähnt, dieses Observable Pattern mit implementieren. Das heißt, wenn Gewinnername geändert wird tatsächlich, ich habe hier sogar eine Abprüfung, dass ich den Gewinnername nicht ändere, wenn der Wert eben der gleiche ist, dann, wenn ich das mache, rufe ich eben hier on property changed auf, damit dieser entsprechende Benachrichtigungsmechanismus losgeht. Und wenn das eben passiert, wenn hier eben ein Gewinner feststellt, dann mache ich nichts mehr. Ansonsten tausche ich einfach bloß, wer denn gerade von den Spielern an der Reihe ist. Das heißt, ich laufe durch beide Elemente in der Collection durch und sage einfach, dass ich hier ist an der Reihe vertausche. Und das war es im Prinzip auch schon. Genau, und das ist diese Spielezugmethode. Auch dazu habe ich eben Tests geschrieben. Diese stehen hier in den Main Window View Model Tests. Die sind etwas komplizierter, weil halt das Main Window View Model relativ viele Abhängigkeiten hat. Also ich erstelle mir hier eben Mocks für Spieler A und Spieler B, ein Spielbrett-Mock und hier dann eben eine Liste von Spieler View Model Mocks, die wiederum eben diese Spieler Mocks kapseln. Und als Spielbrett-View-Model habe ich keinen eigenen Mock geschrieben, weil im Prinzip reicht das Main-Window-View-Model dieses Ding bloß weiter. Ich habe einfach die Sample-Data benutzt, die ich schon eigentlich für den Visual Studio Designer geschrieben habe. Okay, dann schauen wir uns mal die Tests an. Ich spiele hier jetzt eben mal einen Zug, wenn dieses Test-Target komplett initialisiert ist. Und dann nehme ich eben an, dass auf Spieler A, wenn er eben an der Reihe ist, Spielezug aufgerufen wird und auf Spieler B natürlich nicht. So, dann habe ich hier noch einen anderen Test, der eben nichts anderes aussagt, als dass eben Property Changed ausgelöst werden soll, wenn denn hier tatsächlich der Gewinner irgendwann feststeht. Das kann ich eben über diesen Mock steuern. Dem kann ich nämlich sagen, gib mal bitte diesen Gewinnernamen zurück. Und dann rufe ich letztendlich in der Act-Phase Spielezug auf, wie gewohnt, und nehme dann eben an, dass Property Changed ausgelöst wurde. Das mache ich hier wieder über diese anonyme Methode, die ich an diesen Event registriere. Und dann sage ich bitte, dass Foo gleich dem Gewinnernamen sein soll. Also hier hat man mal zwei Asserts drin, das fand ich ganz okay. Man sollte aber nicht zu viele Asserts in einer Testmethode haben. Also idealerweise plus eins. Ja, und den letzten Test, den ich an die Spielezugmethode habe, ist eben,
dass die Reihenfolge vertauscht wird, wenn kein Gewinner feststeht. Das heißt, ich rufe wieder ganz normal Spielezug auf, ohne dass wir einen Gewinner ermitteln. Also dieser Spielbrettmock gibt eben standardmäßig Null zurück. Und dann nehme ich eben im Anschluss an, dass jetzt Spieler A nicht mehr an der Reihe ist. Das ist eben der an Index 0. Aber dafür ist eben Spieler 1 jetzt an der Reihe. Und genau damit habe ich eigentlich prinzipiell alle Fälle, die das Main Window View Model in seiner Spielezug-Methode abdecken soll, mit diesen drei Tests erschlagen. Ja, und damit sind wir schon am Ende für dieses Video. Im nächsten Video werden wir uns anschauen, wie wir diese ganzen Klassen, die wir jetzt mehr so nach dem Bottom-Up-Schema geschrieben haben, dann tatsächlich in ein Composition Rule zusammenführen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.